Summ, 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 Bienchen summ herum. Ja, servus, liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Wieder ein Volkslied, das von niemand anderen als Hoffmann von Fallersleben geschrieben worden ist. Der hat auch den Text von unserer Nationalhymne gedichtet. Und auch viele andere tolle Kinderlieder, die wir noch kennen. Allerhöchste Zeit, dass wir wieder was für die Bienen tun und deswegen, dass wir sie in den Garten locken, basteln wir uns heute wunderschöne, fröhliche Steinbienen. Und jetzt schauen wir, was wir dazu an Material brauchen. Wir brauchen Kieselsteine. Moment, wo haben wir die? Hier ist das Requisite. Also hier, Kieselsteine, längliche natürlich, Zwickzange oder Multitool-Schere. Dann so ein Pfeifenputzer in Schwarz, schwarze Farbe, gelbe Farbe, Pinsel, Kleber und Pompons oder Wackelaugen. Zum Anmalen dann eine Zwickzange oder ein Multitool, damit wir die Fühler von unserer Biene basteln. So, und damit unsere Biene auch die entsprechende Farbe hat, die ist ja gelb, malen wir jetzt die Kieselsteine an. Und ihr seht selber, wir machen hier eine ganze Bienenfamilie. Entsprechend unterschiedlich geformt sind auch die Kieselsteine. Ja, also das ist der kleine, das ist ein Babykiesel, also eine spätere Babybiene, das andere ist die Mama-Biene und der kleine, also dicke, naja, das lassen wir jetzt, das Thema. So, und schon malen wir jetzt das Ganze da schön farbig an. Wir grundieren das, um später dann die schwarzen Linien hineinzumalen. Wir malen jetzt den Bienen schon mal die Köpfe auf. Dazu nehmen wir schwarze Farbe, die malen wir über die gelbe Grundierung drüber. So, aber so Bienen haben ja auch Streifen, ne? Das sind ja gestreifte Bartel sozusagen. Und die malen wir jetzt auch mit einem dünnen Pinsel auf. So. Dann nehmen wir einfach Form vom Käpfel ein bisschen Farbe und malen dann die Streifen. So, seht ihr selber. Und hier wieder. So. Ja, schaut eigentlich schon ganz gut aus soweit. So, das lassen wir jetzt wieder trocknen. Und dann machen wir gleich weiter, weil unsere Bienen brauchen. Aus altem Backpapier, das ich doppelt nehme, da schneiden wir jetzt die Flügel der Biene. So, einfach aufklappen und drauf auf unsere Biene. Und sie ist, wie ihr seht schon selber, die Mama-Biene ist eigentlich fast schon fertig, wobei sie eben noch diese markanten Fühler braucht. Aber ich schneide jetzt erstmal für die anderen Bienen noch alle aus Backpapier hier Flügel aus in der entsprechenden Größe. Also einfach doppelt nehmen das Ganze und dann schneiden wir hier mal schön die Flügel aus. So, zack, und jede Biene, die Farbe ist nur trocken, also trocken, sei es nur feucht, da können wir einfach die Flügel draufkleben, draufpappen und brauchen keinen Leim dazu. Und auch hier wieder doppelt nehmen, das ist jetzt für so eine Babybiene, die hat natürlich kleinere Flügel, ist auch klar. So, und wieder drauf. Und hier haben wir nochmal ein paar Flügel, das gebraucht wird. So, und das tun wir dann auch befestigen. Hier noch nass das Ganze, ein bisschen feucht. So. Bitteschön. Mit der Zange schneide ich vom Pfeifenputzer zwei Fühler aus und befestige sie an der Biene. Und die ist somit fix und fertig. Ja, liebe Kinder, Dora, meine Bienen haben sozusagen die Fliege gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln mit diesem wunderbaren Outdoor-Material Kieselstein. Ich hoffe, ihr schaut mal wieder rein bei kinderoutdoor.de. Viele Ideen für drinnen und draußen haben wir da für euch zusammengetragen. Auch Touren. Und ja, abonniert doch unseren YouTube-Kanal. Macht's es gut bis dahin. Für den Servus, euer Olli.